Okay, jetzt gucken wir uns nochmal die Infos an zu Hogwarts. Jetzt haben wir hier 5 Drachenstatuen. Okay, was gibt's dafür? 0 von 1 dort rechts, irgendeine Sonderkarte. Wahrscheinlich, die muss man halt sammeln. Es sind ja 38 Schilder versteckt, das sind insgesamt 38. Pilze, Hähne, Schaufeln, Wasserspeier. Okay, das klingt noch einige. So, was haben wir denn noch? Badezimmer der Vertrauensschüler. Mensch. Verrucht. Ich würde sagen, wir machen die Buddy-Herausforderung gleich mal. Oder wir nicht. Weil ansonsten, bei Hogwarts wissen wir, die eine Stelle beim Wasser muss man irgendwie einen Wasserzauber haben. Wir wissen, wir müssen dort irgendwo mit eine Wand einschlagen, was wie auch immer, um die Kiste runterzukriegen, damit wir zum Schild hochkommen. Das weiß ich gerade auch nicht, wie wir das machen. Und das war's, oder? Da mehr ist nicht. So, okay, Moody's Herausforderung. Wende Avifors, um schnellstmöglich 10 Sumpfkratler zu besiegen. 1,30 wäre. Schwebe, explodierende Turmblöcke. So, und was kriegt man dafür? Herausforderung auf Zeit, ne? Geil, da bin ich ja. Achso, Moment. Wollen wir nicht Kreaturenkarten auch mal nehmen? Ich meine ja nur. Sumpfkrabbler. Ja. Auch hier, Sumpfkrabbler. Wenn wir schon gegen die kämpfen, können wir so nehmen. Ach so, es gibt immer nur... Ah, okay, ich verstehe. Es gibt immer nur eine, die damit Vorteil hat. Ist nicht mehr zentriert, die Anzeige. Man hat einen Vorteil doch, wenn man dieses Zaunding aktiviert. Dadurch kann man viel schneller damit los. Das ist seltsam. Das heißt, man sollte vorhin auch jedes Mal trainieren, damit man keine Zeit leisten kann. Irgendwie sieht aus wie in der Schule scheiße. Okay, wir haben hier die Drachenstatue, da haben wir schon. Hier haben wir noch weiter irgendwie. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Durch was habe ich vor uns diesen Punkt gekriegt? Orchideus! Orchideus! Ich habe keine Ahnung, wo es so um mein Sachen ist. Jetzt weiß ich gerade, dass ich mal so bin. Wingardium Leviosa!
Okay, der Minus ist der weg. Hey. Kann nichts passiert, ob die nur Y machen zum Zeug einsammeln. C, da mache ich Vingardium Leviosa. Und sonst kann ich nichts. Oder? Wenn ich C mache und dann X, kann ich nicht. Es geht wirklich nicht. Ich kann kein Zauber Amiphos von Anfang an hier oben. Okay Leute, da ich weiß was ist, würde ich gerade das Level abbrechen. Level Info. Drachenstatuen, Entschwindekarten, Wasserspeier. Ja toll, aber hilft mir ja nichts. Level beenden, ja. Ich hatte 1200. Das wird aber gespeichert. Wasserspeier, Nebenaufgabe. Drei neue Karten. Okay, die habe ich auch nicht erfüllt. Aber Sachen, die ich gemacht habe, werden mir erhalten. Bleiben. Was soll ich denn jetzt in den Wald rein? So, Harry, kannst du neue Karten kaufen? Ja. Ich war nicht Moody mit Harry. Nein. Harry mit Hedwig. Zwei Flüche gleichzeitig. Oder ist mit C lang gedrückt, dann mache ich zwei. Okay, Kraftleister. Okay, Hermine, wie sieht's aus? Bei dir 149 hast du. Bei Hermine wird was länger. Okay. Ich will nicht rauslassen beim Turniergelände. 75. Ja, ja. Heulender Zauberer und hier 102. Teure Karte. Alle Karten Rons Hand werden in Fluchkarten umgewandelt. Weil Fluchkarten dann stärker sind. Aber ich habe ja nur drei Karten. Wenn ich dann eine Karte nehme, wodurch alle in Fluchkarten verwandelt werden. Was hat ich für einen Vorteil? Weil die anderen beiden, wenn es davor Fluchkarten waren, hat sie was drauf gegeben. Wenn es davor keine waren, ist die Frage, warum ich dann die Fluchkarten wandeln will. Weil wenn ich ansonsten eine Karte habe, wodurch, wenn alle Fluchkarten Fluchkarten sind, ich einen Bonus kriege, dann habe ich nur noch einen Platz frei. Okay, verstehe ich noch nicht. I don't know. So. Gehen wir einmal in den verbotenen Wald rein. Spielfigur wählen. Wir haben Stärkekarten. Keine Ahnung, ob das gut ist gegen die gerade. Ach ja, kommt. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, habe ich gesagt. Und Ron, du nimmst irgendwas noch, wenn du Lust hast. Was du hast? Gut.
Hagrid führte Harry, Ron und Hermine in den verbotenen Wald. Er wollte ihnen etwas Wichtiges zeigen. Ein Bär. Einen ungarischen Hornschwanz. Ach, dieses Schreien, was soll denn das? Flieher. Hä? Ihr denkt doch nicht, dass das der Hornschwanz ist. Er flieht! Hinterher! Okay, wir gucken uns mal die Level-Info an. 10 Minischilde, 5 Drachenstatuen, eine schöne Karte, Pilze, wie auch immer mit den Pilzen das laufen soll, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber kriege ich vielleicht irgendwas dazu. Hier dahinter ist zum Beispiel schon mal. Wingardium Leviosa! Was soll ich denn fliegen? Wingardium Leviosa! Ich habe bisher nur den Drachen gesehen. Das Spiel erklärt sich nicht wirklich. Oh, Hermine, bitte Zauberer. Okay, Schild. Ich habe das Gefühl, dass wir hier in dem Spiel, sobald wir mitten im Level abbrechen, zwar diesen Fortschritt behalten, aber das Level von Anfang nochmal spielen dürfen. Da müssen wir das tun. Das ist wahrscheinlich eher. Ich weiß nicht, was ich mit dem Pilz machen kann. Ich lasse mal lange C gedrückt, lange X gedrückt. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Das ist doch überall Pilze. Oh, guck mal. Was bist du denn für ein nettes Pflänzlein? Nicht! Die Geschwülste platzen sonst auf! Das will ich was mit. Ich muss dran ziehen, oder was? Wir müssen sie ausreißen! Oh, tut klar. Ja, und wie? Geh ich ja gerade scheinbar nicht hin. Hä? Ich hab da irgendein C. Da. Ah! Ah, okay, wie eine Schleuder sozusagen. Dankeschön, es wächst gleich danach wieder. Carpere Tractum! Ist das eine Schleuder? Wie ist es da? Also ich finde es ja gut, ein paar Sachen zu sammeln zu haben. Ein paar Rätsel ist es trotzdem, also... Wenn ich einfach nur beschwert hatte, ist es jetzt... Sumpfkopf. Aber insgesamt wirkt es noch etwas schwach auf der Brust des Spiels. Ja, warte mal, lass mal das Feld. Pilze zu zerstören. Moment, das muss man üben. Autsch! Carpere Tractum! Ich kann doch gar nicht, weil... Okay, doch, geht. Bisschen umständlich, aber es geht. Schild. Accio! Ach! Man kann die Schilder auch zu sich ziehen. Das wusste ich gar nicht. Orchideus! Orchideus!
So, warum sollte man hier... Achso, deswegen lang gehen, weil hier noch irgendwas zum Zerstören ist. Yay. Und dafür kann man hier wahrscheinlich ziehen. Warum hätte man denn jetzt hier lang gehen können? Denn diese Holzpfeiler nichts bringen. Ach, Moment. Run, gute Idee. Was ist, wenn wir das gar nicht wieder und dagegen werfen? Dagegen habe ich gedacht. Nee. Interessiert dich nicht. So, was war hier vorne? Hier vorne war nur der erste. Richtig? Harpere Traktum! Ja, da waren wir schon. Gut. Orchideus! Ja, die ganzen Viecher kommen wieder. Ich brauche hier Hilfe! Links von euch! Vorsicht vor seinem Atem! Stupor! Okay. Mist. Nochmal bitte. Ach nee, nee. Geholfen. Sah gerade nicht so aus, aber. Ja, Hermine, chill mal. Ja. Ihr seid ein bisschen größer, oder? Kommt da schön weißen Baum. Ja, das ist schon gutartig. Oder? Orchideus! Okay. Da vorne ist irgendwas. Das bist du. Achso. Wingardium Leviosa! Das ist viel einfacher. Actio! Okay, die haben im Wald sogar Lampen. So Straßenlaternen. Hat er euch erwischt? Nein, aber das war knapp! Das wiederum, würde ich sagen, könnte man bestimmt hier. Den Stein kann ich mitnehmen. Das kann man nicht aufzaubern hier, die Holz. Paneele. Ich könnte hier rüber. Wenn ich ein mächtiger Zauberer wäre, nicht wie Harry, könnte ich das. Oh, ich kann hier hoch. Da muss ich hoch. Ich glaube, wir kommen da hoch. Danke, Harry, dass du es sagst, während ich schon hochgehe. Du bist eine große Hilfe. Okay, ein Trank. Den kann ich wieder zum Schubsen nehmen, zum Einschlagen, zum Beispiel hier. Ich sehe dich nicht mehr. Trank. Ja, tiefer, tiefer. Hat wahrscheinlich nichts. Hermine, wie klingt ein Hornschwanz? So. Etwas in der Art nehme ich an. Au. Das ist ja gemein. Wie soll ich euch sehen? Wingardium Leviosa! Also einfach drauf. Gecast. Ist ja echt komisch, dass die. Also, ich find's cool, dass die Zauber können, aber Herausforderungen zu haben, wo ich gerade einen Zauber wirken soll, die ich nicht mehr kann. Da muss ich echt nochmal nachschauen, wie das gemeint war. Na los! Also, gemeint war und gemein ist. Versteht schon. So, hier. Vielleicht, wenn ich einen wegnehme, oder? Hallo? Wingardium Leviosa! Geil. Ist gut. Warum treffe ich eher den Kessel hinten als hier vorne die Teile? Hallo, ich kann hier gerade wieder nicht meinen C-Zauber machen. Au! Ist das toll. Okay, weiß ich gerade nicht, ich kann gerade nicht meinen C-Zauber machen. Der Eiter darin ist explodiert. Weil. Das Kinder hier wird. Ich weiß nicht, wie ich da komme gerade. Explodierter Eiter.
Shit. Mach's stupisch, das gar nicht. Ich würde mir gerne einen Schild kaufen. Ich bin nicht gerne auf den Stein. Zum Beispiel so. Schnell vorbei. Oh, die Hektarschilde glaube ich schon im Level. Das ist gut. Krass, sind solche Level, ob man nochmal hin muss, die kommen bald. Ja, Leute, also reicht's. Ist okay. Okay, das ist hier so eine kleine Stelle ist von den Viechern. Ich gehe auf den Zucker. Irgendwas noch Wichtiges. Perfekter Zauber. Kamera, Kamera. So. Wingardium Leviosa. Soll ich noch fragen, wie dazu hätten? Ich kann meinen Sonnenzauber nicht machen. Jetzt raus. Raus, hab ich schon gesagt. Harry. Alter Verwalter. Jetzt aber. Erfahrung. Jetzt. Jetzt kommen endlich viele Viecher hin. Komm ich mal raus. Ich sehe sie genau drauf werfen. Zu spät. Ich muss hindern, dass es den Kessel kommt. Wingardium Leviosa! So, vielleicht nicht. Ich weiß, dass ich da gerade drin stand. Wo ist das genau? Da. Tja. Tut mir ja leid, ich würde ja so sagen. Aber. Ja, genau. Den Stein, nehmt den Stein. Ja. Fast, Ron. Fast. 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 Oh, so oh, verboten sowas. Ey. Und ich sehe schon, wenn es Bosskämpfe mal gibt, wird sowas der Tod sein. Ach, ich kann nur Spaß in der Kiste. Ich kann dieses Ziel schützen. Ja, ja, ja. Kommt raus. Schnell, jetzt. Nein! Ich mal Lebensleisten an. Hermine steht doch ganz unten. Ich glaube, das ist die Kessel nicht ran. Dann der Drache ist auf die Deutsche und denkt: ah, Leute, ich bin hier das Schlimmste. Warum macht denn der Pikachu Probleme mit solchen? Jetzt aber. Seht ihr? Nicht mehr Hermine kommt raus, weil dieses Schleimzeug am Boden die noch zurückhält. Tja. Wingardium Leviosa! Mine ist breit. Okay, der Stein ist erstmal ganz gut dort. Können wir hier vielleicht eine Mitte setzen zwischen zwei? Genau, Ron, komm mit. Alter, war das eine tolle Stelle. Okay, wir gehen hier hoch. Wir haben zumindest das Zauberschild. Nicht erwartet. Die haben zwar da schon alle Bohnen verloren, aber es ist auch noch kein Problem. Das interessiert mich nicht.
So, wo? Herr Drache, du musst es warten. Wir hatten ein kleines Problem, aber Schleimsachen. Lauft! Klassius. Aqua Erupto! Aqua Erupto! Warum habe ich das Klassius gelernt? Ich stelle mal ein paar Zeit. Oh nein! Orchideus! Orchideus! Wirft dann eigentlich wieder? Obwohl, es kann sein, Fliegen kann ja auch sein, dass es stärker noch kommt. Wollen wir einfach mal abhauen? Au, jetzt hat er so gut geklappt. Das klingt da an der Popperstelle. Ihr könnt ja auch nicht 20.000 Gegner ja erscheinen. Das ist bei Star Wars ganz cool. Auch nicht bei dem Spiel. Ja. Ich könnte. Wenn es euch geht, aber Hilfe brauchen. Kann es vielleicht sein, dass wir es zu mehr machen. Kommt ihr mit, sobald es. Fine, Ron. Komm, komm mit. Hier. Ist doch. Siehst du doch, alles okay. Bonnie Boy. Genau. Da vorne ist ein größerer Fleck, wer weiß, was da kommt. Geil, mach ich's gerade weg, Junge. Mein Liebe, hallo. Keine Schokofrösche einsetzt. Tut mir auch nicht bei Kopf. Geiles Spiel. So, was haben wir hier? Ist das ein. Wie war's so ruhig? Eine Minute, ein paar Sekunden, der Drache war noch da und jetzt? Ist das etwa ein Zwischenspeicherpunkt? Warum sollte ich jetzt gerade angreifen? Vielleicht. Eigentlich sieht es hier verdammt danach aus, wird es hier weitergehen. Deswegen lasst uns mal den rechten Weg. Schau einer an, nehme ich hier, das sieht aus wie eine Sackgasse. Okay, das ist echt der inflationale Gegner. Zaubern wir einen Bedarfstag. Nimmst du das Wespennest mit? Wozu auch? Ups. Aqua Erupto! Eieieiei. Ja. Die kam das Spiel so zu vermarkten. Haben es die Harry Potter Schauspieler eigentlich jemals gespielt? Schau, wie sie den Grund und Boden haben sich geschämt. Dass sie ihre Gesichter sogar dafür herhalten mussten, wie man hier sieht. Okay. Hier Mittelweg oder ganz linker Weg? Hier ist Feuer und dahinter, wie sieht das denn da aus? Das ist recht groß. Au. Au. Dann nehmen wir den erstmal. Hallo? Jetzt darf ich mich immer wieder übrigens. Schade. Na Hermine, dann geh nicht rein. Nee.
Also ich gehe nach hinten zu ziehen. Vielleicht bewege ich hier damit, wo es hin sein kommen soll. Aber es ist zu weit hinten. Genau. Alter, Alter. Dieses Spiel. Eine schwammische Steuerung. Vielleicht, wenn ich das jetzt so ziehe, fliegt das zwar weg. Kommt doch nicht in die Pilze rein. Andersrum kommt es in die Pilze, aber fliegt nicht weg. Alter, Verwalter. Hier, das ist zu weit. Richtig? Ja. Muss ich vielleicht einen Winkel nehmen? Ich will jetzt irgendwas bisschen was davon kriege. So zum Beispiel. Na, das war gar nicht so übel. Zählt das noch? Natürlich nicht. Harry kann nicht 2 cm zur Seite gehen. So, dann vielleicht muss ich einfach einen anderen nehmen. Nein, ich nicht dich, dich. Ah, okay, das war der Trick. Nehmen wir einen, der ein bisschen weiter weg ist. Au! Kateretraktum! Okay, komm vorbei, Hermine. Zier dich nicht so. Drachenstab. Das ist die andere Stelle jetzt gewesen. Nun mach die Kamera. Ja. Ah, das ist ein Schild sogar. Okay, das Schild wäre eigentlich ganz gut. Aber ich kann auch kaum Kontakt von vorne machen. So, Blitze. Kannst du das Schild durchkrabbeln? Unter den Baumstamm. Oh Gott, ich bin gefangen. Wer ist dafür verantwortlich? Oh. Warum kommen die beiden runter? Das ist echt von der anderen Seite, das glaube ich machen. Hier ist mir das viel zu sehr weg. Okay, komm. Ja, genau. Den Baumstamm. Den Baumstamm. Ja, perfekt. Hin, Schild holen. Oh Gott, oh Gott, das sind so viele Sachen, wo ich kratzen würde. Ja. Okay, wir haben hier wieder so eine Pilzangelegenheit. Ich bestimmt mal hier mit der Karten hier. Ich sehe noch nichts, also ich muss das blind jetzt machen. Sehr nett. Spiel. Aber hier ein bisschen was. Ja, du kommst vorbei. Oh, die KI ist doof. Zu viele Gegner. Seltsame Steuerung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man weiß gar nicht, wo man zuerst sich ärgern will. Warum ist jetzt in der Sackgasse? Oh Gott, der Baum sah komisch aus. Beeilt euch! Wer ruft denn nach mir? Beeilt euch. Das ist nämlich Hickford, oder? Ich würde gerne eine tiefere Stimme. Hoffe ich. Und der Drache ist da. Beziehungsweise ein Teil davon schießen. Ach, natürlich, Salamander. Das ist ja typisch, wenn irgendwo eine Senke ist, dann wird ein Salamander rauskommen, wenn die Tür versehen ist. Zuerst die Senkenbilder ausschalten, danke.
Lapifos! Lapifos! Ich sehe es schon, aber... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Weg! Es ist eine spielerische Pokémon. Ganz ehrlich. Ich will gerne hinten das aktivieren. So, komm, jetzt hier. Perfekter Zauber, bestimmt perfekt. Ja, mach dir mal mit. Mach dir mal mit. Ich hab gerade so viel Leben schnauben. Wenn ich umkippe, ist das Level vorbei, oder? Dankeschön. So, nochmal kurz gucken. Hier war die Stelle. Pilzen. Das Ding habe ich schon angezaubert. Okay. Typus mehrere Wege führen nach Rom. Geräusche sagen wir schon, dass hier Erklinge oder irgendwas anderes kleines Wurschtelzeug ist. Eieiei. Okay, wir wollen das Spiel einmal durchspielen, wir wollen ja wissen, wie gut sind die Harry Potter Spiele besetzt. Ich kann schon mal antworten, dieses ist schlecht. Hallo, wie soll ich denn das... Wie soll ich denn... Okay, wir müssen... Ganz hier. Na. Oh. Ja, geil, steht drin. So, hier vorne ist nichts weiter. Da sehen wir wenigstens ein Schild. Ich hätte vielleicht auch vor uns meine Superpower-Karte einsetzen können. Hab schon nicht dran gedacht. Ja, 8 Schilder. So, jetzt geil zur Kamera laufen. Super System, wenn hier irgendwas ist, was einen Schaden zufügt. Okay, also wie ich meine Begleiter aufleveln soll, wenn ich die Bullen nicht teilen kann, das ist mir noch ein großes Rätsel, aber... So, hier muss ich bestimmt... Achso, nee. Ein Glück, dass... Nur wenn der Stamm brennt, dass nichts Schlimmes ist. Ich kann... Harry, du schaffst es. Du bist ein großer Junge. Orchideus! Orchideus! Wingardium Leviosa! Klar, schieb das doch mal 20 davon. Auf Pilzewirkung, um Bogen zu kriegen. Wann sehe ich, dass ich da falsch gewirkt habe? Ich bin ja mit dem Hauswert scheinbar. Nee, nicht mehr. Orbit! Okay. Das ist immer noch so eine Levelbegrenzung, die irgendwie schätzlich aussieht. Ups. Yep. Ach, diese. Die kippt doch mal aus zu 1 und 2. Und 3. Ja, nein, 2 und 3, glaube ich. 1 war es nicht. Fluss von hinten auf Kröter wirken, genau. Raus, was ist hinten? Der Schwanz? Ich will doch nur... Was mir immer das bringt, ich will es mal. Okay, wir müssen mal eine Runde gehen. Weil da... Okay, da kann schön durchstehen. Nur dein Kleinen. Können wir da drüber gehen? Ja. Ja, damit hätten wir das Endschild, das ist vollkommen richtig. Meine Vermutung ist noch ganz stark, dann ist das Level vorbei. So, lass das Schild mal Schild sein und... Tja, wir müssen es nehmen.
Das Gebiet von Verbotener Wald, Astrimarsch Trier. So, wir haben dort oben irgendwas gemeistert. Wunderschön. 12 neue Karten freigeschaltet. Geht aber fix. Harry entschied, Cedric vor der ersten trimagischen Aufgabe zu warnen. Drachen, das ist die erste Aufgabe. Sie haben einen für jeden von uns. Jetzt mal ehrlich, was ist denn das jetzt für ein verbotener Wald gewesen? Hey, ich ziehe einen Drachen auf. Auf einmal Hagrid weg, wir müssen vor dem Drachen fliehen. Besiegen ihn nicht mal, sondern rennen einfach nur in die Gegend hin, töten den Gegner, das war's. Gut, jetzt können wir nochmal reingehen. Um das zu erweitern, das Gebiet. 2 und 5. Das ist wie so, wir teasern das Level mal ein bisschen an. Ihr seid mal drin gewesen, damit es der Hauptstory weitergeht, aber ihr könnt später gerne nochmal vorbeikommen. Ich kann gerade nicht wirklich viel Gutes sagen. Wenn Harry neben einem Freund mit derselben Karte steht, wird die Kraft beider aufgeladen. Moody. Harry und McGonagall. Guck mal, jetzt haben wir schon 4, 5, 6. Wir haben damit Satz 3 fast vollständig. Gut, wir können aber Hermine spielen, dadurch Hermine mal ein bisschen aufleveln, wenn wir da jetzt mal... Bringt uns das? Na, die KI ist immer noch total strotzendorf. Also ich weiß nicht mal, ob es bringt, wenn wir da ein bisschen nachhelfen. Oh, warte mal, da war noch eine 20 schon gewesen. Erstmal alles kaufen, was geht bei ihr. Kraftleistung da weiter. Hermine und Harry. Bei Ron haben wir 62. Haben wir irgendwas mit 60? Nee. So, Moody und Ron. Ich komme mir so vor, als würde ich hier Sammelkarten irgendwie. oder so Sticker aus einem Stickeralbum kleben. Aufgabenkarten? Nee, da ist wirklich nichts. Wie sieht's jetzt? Oh doch, hier. Er leitet in der ersten dreimaligen Aufgabe bei Kollisionen geringeren Schaden. Okay, durch was habe ich das freigeschaltet? Herrs Fluch und Widerstandsgrad steigen an. Das sind ja richtig gute Karten. Ja. Okay. Kreaturen. Hier ist irgendwas Neues. Schüler hat im Kampf gegen... Das, weil ich jetzt im Wald war, nehme ich an. Genau, Salamander Inflatius, das hat man auch gelernt. Erkling war noch nichts. Und hier haben wir Kröter. Knallgriffischer Kröter. Endlich Force. Vampir... Moment. Sumpf, Salamander, Erkling hatten wir, Kröter und dann kommt schon Vampirmosp. Das war's, mehr Gegner gibt's nicht. Okay Leute, damit werden die erste Aufnahmerunde beenden und ich bin nicht sehr begeistert von dem Spiel. Man hört's vielleicht leicht raus. Aber wir werden mal schauen, ob wir noch hier irgendwas reisen können mit den Zaubern und allem. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.